Wer wird die ikonische Show Wetten, dass nach dem Abschied von Thomas Gottschalk weiterführen? Eine Frage, die Fans und Medien gleichermaßen zu Spekulationen anregt. Im Zentrum der aktuellen Diskussion die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, die schon selbst öffentlich ihr Interesse an dem Job bekundeten. In der neuesten Episode des Podcasts Die Supernasen mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk kommt das Thema zur Sprache. Krüger erwähnt die Medienberichte über das Interesse der Kaulitz-Brüder an der Moderation von Wetten, dass Gottschalk, der sich bereits von der Show verabschiedet hat, reagiert mit Skepsis und einer Spitze auf die Spekulationen. Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz. Auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden. Gottschalk bezeichnet die Äußerungen der Brüder als eine Art von Ente und äußert Zweifel an der Eignung der beiden für die Fortführung der Sendung. Er verweist auf die kurzlebige Show That's My Jam von den Kaulitz-Brüdern, die aufgrund mangelnder Zuschauerzahlen eingestellt wurde. Bislang hält sich auch das ZDF mit Aussagen zu möglichen Nachfolgern zurück. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Fans erfahren, wie es mit Wetten, dass weitergehen wird.